3, 2, 1. Bang! Oh. Mit einem symbolischen Stahlschnitt beginnt der Baustart für das weltweit erste Kreuzfahrtschiff, das mit dem umweltfreundlichen Flüssigerdgas betrieben werden kann. Mit dem Konzept Green Cruising wird AIDA ab Herbst 2018 weltweit die erste Kreuzfahrtreederei sein, die ihre neue Schiffsgeneration zu 100% mit Flüssigerdgas LNG betreiben werden kann. So soll das neue Schiff aussehen, das Reiseziele auf den Kanarischen Inseln ansteuern wird. Ein baugleiches Schwesterschiff ist für Frühjahr 2021 bereits bei der Meyer-Werft in Papenburg in Auftrag gegeben. Ich bin AIDA so dankbar, dass sie sich dafür entschieden haben. Denn der Widerstand bei den Reedern allgemein, LNG als Brennstoff zu akzeptieren, ist sehr groß. Und deswegen muss ich wirklich sagen, dass die Entscheidung von AIDA, ganz konsequent LNG als den Zukunftsbrennstoff zu erklären, ist eine visionäre Entscheidung. Bereits im vergangenen Jahr wurde im Hamburger Hafen mit AIDA Prima das erste Kreuzfahrtschiff weltweit in Dienst gestellt, das während der Liegezeit in allen Häfen auf seiner Route mit LNG versorgt werden kann. Unsere Investitionsentscheidung war für viele Partner in der maritimen Wirtschaft der Katalysator, ebenfalls diese notwendigen Entscheidungen zu treffen. Der Baustart für das weltweit erste LNG-betriebene Kreuzfahrtschiff läutet ein neues Zeitalter in der Passagierschifffahrt ein. Die Kreuzschifffahrt boomt. Nach Angaben des internationalen Branchenverbandes CLIA werden allein 2017 12 Hochseekreuzfahrtschiffe in Dienst gestellt. In diesem Jahr erwartet der Verband weltweit 25,3 Millionen Passagiere.